Rot-TV nach dem 3:1 Heimsieg gegen den SC Paderborn U23. Bei mir unser Trainer René Levejohn. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, du hast gerade in der PK gesagt, Männerfußball gegen qualitativ hochwertigen Nachwuchsfußball. Und ja, so haben wir es auch gesehen. Erzähl uns mal, was hat deine Mannschaft heute besser gemacht? Zuerst einmal muss ich kurz was korrigieren. Ich mag es, wenn ich rechts... Das können wir sehr gerne machen, aber ich habe, glaube ich, keine Schokoseite. Ein bisschen, das ist so beim Interview, wie so ein bisschen abergläubig, auch wenn ich am lieben Gott sehr ganz fest glaube. Ja, das ist genau, unterm Strich war das der Unterschied gewesen. Und auch der Wille und die Überzeugung, das Ding hier bei uns zu behalten. Wir wollten diesen Punkt, wo wir nicht mehr zufrieden waren in Köln, wollten wir vergolden und das ist uns heute gelungen. Die Art und Weise spricht für die Mannschaft, Riesenkompliment. Aber wir müssen noch mehr Fußball spielen. Wir müssen noch mehr Fußball spielen. Wir können es. Wir können noch mehr kicken. Und da ist es das, was ich den Jungs jede Woche sage, Woche für Woche. Zockt, habt Bock da drauf. Ja? Und wenn sie dann aber daran glauben, mal gegen meine Vorstellung zu spielen und sagen, wir machen es jetzt so, Trainer, und es erfolgreich ist, dann kann ich damit super leben. Weil die Jungs haben die Verantwortung auf dem Platz, die haben sie übernommen heute wieder, haben sich für diesen Spielstil entschieden und dann ja, kommt das halt dabei rum, wenn du männlich dran glaubst und das auch in der Form von Männerfußball umsetzt, das Ding dann zu ziehen. Ja, die Effizienz vorm Tor war ja auch da, ne, mit Jeff Dennis Fair. Das erste Tor war ein Tor des Willens, würde ich sagen. Das genau. Zweite war dann ein sehr schön herausgespieltes Tor. Und das dritte, das haben wir uns dann netterweise noch schenken lassen. Hat der Gegner sich so ein bisschen... Ich würde sagen, dass die Jungs da in der Aktion drin geblieben sind. Fängt bei Hassan Hüseyin an. Er sieht Gegner mit Rücken zu mir. Ist für uns ein Indikator dafür, zu pressen, Druck auszuüben. Noel hat geschnuppert und das haben sie super gemacht. Und das ist ein Tor, was wir so durch unser Anlaufverhalten erzwungen haben auch. Ja, Manuel hat ja ein paar Minuten vorher, dass ich mal angucken können, wie es funktioniert mit dem Dazwischenspitzeln, haben wir gerade mit ihm auch drüber gesprochen. Beim Gegentor sah die Abwehr ein bisschen wuselig aus. Das sind diese Tiefenläufe, wo ich gesagt habe, gerade diese U-Mannschaften, die machen es immer wieder. Die sind über 90 Minuten hinweg, 90 plus 20 sogar noch, können die noch marschieren und gehen. Und die sind lauffreudig, die wollen immer wieder die Tiefe anlaufen, wollen zocken. Aber da haben wir es im Stile von der Männermannschaft halt auch verteidigt und damit sind wir zufrieden. Ich meine, über was fangen wir dann jetzt an zu meckern? Wir haben aus den letzten drei Spielen haben wir 7 Punkte geholt nach 4 Niederlagen und das zeigt halt, wie stabil wir auch schon sind jetzt. Wenn wir das Kapitel U23-Mannschaften erstmal beendet haben und wir haben immer noch den Schnitt von 2 Punkten pro Spiel, wärst du zufrieden? Das unterschreibe ich so, blind auf jeden Fall. Wir haben nach wie vor die Marschroute ausgesprochen, dass wir bis zum Winter uns noch ein Stück weit Zeit geben für die Entwicklung. Und aber nach der Winterpause, da möchte ich aber auch schon das Ding greifen und ich nach so einer Kontersituation, wo Noel die falsche Entscheidung trifft, den blankstehenden Reno nicht sieht, dass die Stühle dann nicht gegen den Zaun fliegen, sondern dass ich dann mit ihm hier in die Kurve jubeln vor den Zuschauern stehe. Durfte zum Glück ja dann doch noch, war für ihn auch ein Brustlöser, hatte ich das Gefühl. Absolut, aber ich sag ja auch, wenn du mal siehst, unsere Wechsel, wir haben hinten den Cisco, der es bockstark macht, also wirklich für sein erstes Regionalligaspiel in der Situation. Max war ausgepowert, Max hat einen schnellen Gegenspieler gegen sich gehabt, der kommt über viel Erfahrung, hat auch eine gewisse Grundschnelligkeit, aber da haben wir dann gesagt, da müssen wir ansetzen. Nahtlos eingefügt. Noel kommt rein, ja, zerreißt sich, aber auch fußballerische Elemente. Dann kommt Hüseyin rein. Wir haben 3 U19-Spieler reingebracht wieder. Und diese Wechsel haben mehr als gesessen. Tim Bredaric dann noch als Stabilisator hat es auch super gemacht. Hat es auch schon im Testspiel gemacht gegen Horsthausen. Und ich sage ja, diese Testspiele sind enorm wichtig für uns. Das sind ganz wichtige Indikatoren für uns und für die Spieler, für die Weiterentwicklung. Und dass es heute gegriffen hat, macht mich mega stolz und ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Und auch da muss ich wieder sagen, die Grotenburg lebt, die Grotenburg bebt, dieses blau-rote Wir-Gefühl leben wir mehr denn je und das müssen wir beibehalten, auch im Negativfall. Da möchte ich mich abschließend auch mal bei euch für bedanken, denn dieses Gefühl war bei mir jetzt länger in der Form nicht mehr da und ihr erweckt es gerade wieder und das glaube ich nicht nur bei mir, sondern ich höre das häufig, das macht endlich wieder richtig Spaß, KFC-Spielern beim Spielen zuzugucken und das liegt an euch. Weißt du, was das Schöne ist, dass diese Jungs selbst jetzt nach einem Sieg wirklich in der Kabine gesessen haben und trotzdem ein paar Dinge moniert haben. Und das ist gut. Ich will keine zufriedenen Spieler, ich will Hungrige, ich will Löwen. Und wenn du dir das anguckst, guck in die Augen der Spieler, da ist ganz großer Hunger zu sehen. Und das wollen wir beibehalten. Dann guten Appetit nächste Woche in Gladbach. Danke, René.